Warum wird beim Eiweiß oft eine Prise Salz beim Aufschlagen dazugegeben? Meiner Meinung nach ist das ein Gerücht. Es funktioniert auch gut ohne die Salzprise. Aber was hier wichtig ist, dass die Schüssel sehr sauber ist, keine Fettrückstände hat. Sonst kann ich das Eiweiß nicht schön aufschlagen. Dein Eiweiß wird beim Aufschlagen nicht fest. Der einzige Grund, der eigentlich passieren kann, ist, dass die Schüssel nicht sauber ist oder der Schneebesen nicht sauber ist. Vor allem Fettrückstände, Fett und Eiweiß aufschlagen, vertragen sich gar nicht und dann wird das Ganze nicht steif. Was auch sein kann, ist, dass zu viel Eigelb noch im Eiweiß ist und dann lässt es sich auch nicht aufschlagen. Also hier beim Trennen darauf achten, dass du nur Eiweiß hast. Das zweite ist, Schüssel und Geräte müssen sehr sauber sein. Das und vieles mehr findest du in meinem Online-Kurs auf siebenhaupten.com.